So, hallo alle zusammen. Ich begrüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast zum schönen Donnerstagsorakel. Und da wollen wir natürlich immer mal reinschauen in die Energien rund um die Liebe, rund um den Wunschpartner, um den Ex-Partner, um den Ex-Mann. Welche Energien gibt es denn da rund um die Liebe für dich? Und ja, jetzt haben wir ja heute mal gesagt, wir schauen mal rein in die Karten. Gibt es einen Neuanfang, einen Neubeginn für euch? Wie sind die Energien aktuell in der Kollektivenergie? Das heißt also, ich liege jetzt hier für alle. Das heißt, ich kann nicht jeden treffen. Das ist ja logisch. Aber ich hoffe, du kannst jetzt mit der Legung und der Kollektivenergie, die gerade eben so ein bisschen herrscht, in Resonanz gehen. Und ja, wenn nicht, kannst du dir vielleicht ein bisschen was rauspicken aus den Energien, wenn du sagst, es fühlt sich jetzt gerade stimmig an. Oder du sagst natürlich, ja, das ist ja toll, aber ich möchte es mal ganz speziell für mich und meinen Wunschpartner wissen, ob es da überhaupt noch mal einen Anfang gibt für uns. Wie schaut es da aus? Kommt der überhaupt noch mal? Lohnt sich's da auch zu warten? Und. Also schreib mich einfach gerne an. Meine Nummer ist ja immer unten in der Infobox für WhatsApp oder du gehst auf meine schöne Homepage angel-readings.de. Da habe ich ja extra eine Homepage für euch gemacht. Da stelle ich mich vor, wer ich bin, was ich tue, was ich mache. Da kannst du meine Readings anschauen, die ich anbiete. Da kannst du gleich buchen. Wenn du dir unsicher bist, ja, dann schreib mich sowieso einfach an. Dann machen wir das schon, dass wir da für dich das richtige Reading finden. Also scheue dich nicht, mich anzuschreiben. Ich freue mich auf deine Nachricht. Und wir wollen mal anfangen. Ja, warum bin ich so groß? Ich habe was zu verdecken. Ich habe nämlich schon das Deck ausgelegt. Und das bedeutet ja immer beim großen Deck, dass ich das schon vorher mache, weil bis ich mische und hinlege und die Kamera richtig hingemacht habe und so weiter, vergeht viel zu viel Zeit. Na, also von daher habe ich das jetzt schon mal im Vorfeld gemacht. Und ja, wir wollen trotzdem jetzt gleich mal anfangen und hineinorakeln. Was ist denn da im großen Deck? Ich habe die schönen Golden Magic Lenormand-Karten heute genommen. Und mit der Frage, ja, gibt es denn da nochmal einen Neuanfang für euch? Na, also da schauen wir jetzt mal rein. Wir wissen ja alle, ich habe meine schöne Feder von der Rentsch. Die erste Karte im großen Deck, die fällt, ist immer das Wichtigste. Zu der Frage, zu dem Thema, zu deinem Thema. So, und da sind jetzt hier die Störche gefallen. Ach, das kann man gar nicht so gut erkennen. Ich sag's euch aber, das sind die Störche. Die Störche stehen ja immer erstmal für eine Leichtigkeit, für einen Umbruch, für eine Wandlung, ja, dass etwas Neues beginnen kann. Liegt hier im Haus des Reiters, das heißt also hier auch der Reiter, so eine Karte für, ja, einen positiven Aufbruch, einen positiven Ausgang, ja, dass positive Dinge in Bewegung kommen. Der Reiter selbst liegt hier unten schon auch in den Schicksalskarten im Haus des Ankers, im Haus der Sicherheit, der Festigkeit, des Halts. Na, also hier passt schon mal, schaut schon mal hier sehr gut aus, wenn die erste Karte schon mal eine gute ist. Ich mag die Störche, die geben mir immer so ein bisschen die Leichtigkeit. Hier, ja, da steht auch daneben das Buch, da schaut auch der Fuchs drauf. Das heißt, ja, vielleicht hat es bei dir und deinem Wunschpartner so ein bisschen, ja, was gegeben, was nicht so besonders gut war. Der Fuchs, der steht ja für Lügen, Lugbetrug, Hinterhältigkeit, Falschheit. Das schaut der Buch, der Fuchs auf das Buch. Das heißt, vielleicht gab es bei dir und deinem Wunschpartner so ein Kapitel im Kennenlernen oder in der Beziehung, wo du sagst, oh, da muss ich mal vorsichtig sein. Oder er ist dann in den Rückzug gegangen, weil ihm irgendwas nicht so richtig geschmeckt hat hier. Also ich sehe schon, da war irgendwas. Na, Buch liegt auch im Klee, das heißt im kleinen Glück. Da ist eine Geschichte passiert, die nicht so besonders prickelnd ist oder war. Na? Da schaut der Fuchs drauf. Aber wir haben ja hier die Störche für den Umbruch, für die Wandlung. Darunter der Bär, der ist ja auch eine männliche Person, eine starke männliche Person, für die ich deinen Wunschpartner jetzt hier wahrnehme. Der Bär liegt auch im Haus der Blumen, das heißt im Wachstum, Kompliment, Aufmerksamkeit, Selbstliebe. Du selbst liegst auch direkt hier neben dem Bären. Ihr liegt ganz nah aneinander. Also du im Haus der Sense kann natürlich jetzt auch ein neuer Abschnitt sein, der da vielleicht auf dich wartet, wenn ich mir die anderen Karten so anschaue. Ich habe es selber noch nicht so genau begutachtet, aber Impuls habe ich schon bekommen, dass hier ein neuer Abschnitt in Bezug auf deinen Wunschpartner wartet, weil er scheinbar bereit ist, wieder ins Wachstum zu gehen. Er liegt ja im Haus der Blumen.
Na, vielleicht bringt er dir auch mal ein paar Blumen mit. Na, ist ja auch irgendwo aus der Mode gekommen. Ach so, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt Ton habe. Ich bin da mit der Zeit ein bisschen paranoid geworden, nachdem ich schon einige Videos aufgenommen habe und danach war gar kein Ton da. So, also hier schaut es schon mal aus, da war was. Die Gedanken liegen hier auch noch so ein bisschen. Der Mond im Haus der Ruten. Also deine Gedanken, ein bisschen der Zweifel liegt hier auch mit drin, ob das überhaupt nochmal was wird bei dir gerade. Das nehme ich schon so wahr. Du bist ganz nah am Mond, das heißt an deinen Ängsten, an deinen Träumen. Er liegt hier auch im Haus der Ruten, im Haus, ja, wo man sagt, das ist ein bisschen auch der Zweifel da. Aber hier schaut es schon mal ganz gut aus. Man hat erkannt, dass hier was falsch gelaufen ist. Der positive Umbruch liegt da, der Mann und du, ihr liegt beieinander, im Wachstum, vielleicht bei dir auch gerade der neue Abschnitt, die Gedanken daran. Also hier die Ecke kann man auch schon mal so liegen lassen, wo man sagen kann, da knistert's, da tut sich schon mal irgendwas. Wir springen jetzt auch mal zur anderen Eckkarte runter. Da an der anderen Eckkarte liegt ja der Stern im Haus des Mondes. Das heißt also hier, deine Gedanken in Bezug auf Klarheit, die da kommen wollen, die da kommen sollen und auch kommen werden, dass du sagst, ich möchte hier mal in die Wunscherfüllung gehen. Der Stern steht ja auch für die Wunscherfüllung, Klarheit, Fülle, Spiritualität. Also deine Gedanken, die sollen jetzt hier ja nicht zu den Ruten, bei den Ruten bleiben, bei dem Zweifel, sondern die werden sich hier in die Klarheit begeben, dass du aus dem Zweifel in die Klarheit kommst, was denn jetzt hier eigentlich passiert, ja? Dieser Rückzug oder diese Trennung oder was auch immer ihr hattet, war vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir sehen hier den Turm im Haus der Sonne, im Haus des Glücks. Vielleicht war der Rückzug oder diese kurze Trennung, dieses Auseinandersein gar nicht mal so verkehrt, dass man sagen kann, der Turm, der Rückzug liegt im Glück, dass das vielleicht jetzt erstmal die richtige Entscheidung war, ne? Dass hier was vorangeht, das sehe ich ja schon bei dem Stern, bei der Klarheit, da liegt der Schlüssel. Das ist eine Erfolgskarte. Jemand öffnet sich dir, du öffnest dich jemandem, deinen Wunschpartner. Eine Erfolgskarte im Haus der Liebe. Der Schlüssel liegt hier im Haus der Liebe. Das heißt also, Erfolg in der Liebe steht auch so ein bisschen schon an. Wenn ich hier den Umbruch da oben sehe, dass du in die Klarheit kommst, dass du Erfolg hast in der Liebe, dass ihr Erfolg habt. Die Sonne liegt auch nebendran. Das ist das große Glück. Ja, also das liegt hier alles ganz nah beieinander, dass das vielleicht nicht mal so verkehrt war, weil wenn man was nicht mehr hat, dann weiß man das meistens erst zu schätzen, wenn es weg ist. Und vielleicht ist da der Turm dafür so ein bisschen repräsentativ, ja. Also aus diesen Komplikationen sehe ich hier auch die Schlange, die steht ja auch für Komplikationen, liegt auch im Haus der Lilien, dass man da vielleicht auch wieder ins Wachstum kommt, in die Harmonie kommt. Die Wege liegen hier auch im Haus der Wege. Also der richtige Weg wird auf jeden Fall jetzt hier gegangen. Der Umbruch, die Wandlung, der positive Aufbruch, die Klarheit, die Wunscherfüllung, der richtige Weg, das große Glück, der Schlüssel, der Erfolg. Also hier schauen schon schöne Karten aus dem Deck an der richtigen Position. Und wenn ich mir hier die nächste Eckkarte anschaue, ja, da liegen die Fische. So, und die Fische auch in Liebesfragen, eine Karte für Partner-Seelen-Partnerschaft, dass hier ja in Sachen Partnerschaft was passiert bei euch beiden, dass es vielleicht da tatsächlich sein kann, dass er wieder zurückkommt. Die Aufgabe liegt auch da, hier das Kreuz ist ja immer eine Aufgabe, es gibt was zu tun, liegt ja auch im Haus des Buchs in eurem Kapitel. Also wir haben ja hier oben gesehen, das Buch hat hier ein komisches Kapitel bei euch momentan, aber die Aufgabe ist es ja, diese Seiten eures Buches mit schönen Geschichten zu füllen. Ja? Und deswegen liegt hier oben auch der Neubeginn, da liegt das Kind drüber, das Kind im Haus des Hundes, im Haus der Treue, der Loyalität, dass ihr beide einfach zusammengehört. Ja? Der Anker auch noch hier. Für den Halt, die Sicherheit, die Festigkeit, die Stabilität im Haus der Störche auch nochmal im Haus des Umbruchs, dass hier auf jeden Fall für euch was passiert. Die Energien geben sehr. Ihr müsst sie natürlich auch nutzen. Jetzt momentan in der Kollektivenergie, also hier alles schon so ein bisschen auf Umbruch ausgelegt, dass man sagt, da passiert schon mal auf jeden Fall was, ne? Also hier auch die Eckkarte da oben. Der Baum, die Karte des Lebens. Na, sieht man das überhaupt? Ja, die Karte des Lebens, des Wachstums.
dass da auch jetzt bald eine Transformation stattfindet, etwas Neues für dich und deinen Partner. Wenn ich frage, kommt da nochmal ein Neuanfang auf euch zu? Ja, der Baum ist ja auch die Karte des Wachstums und des Lebens. Der Bindung zur Vergangenheit liegt in der Transformation. Also da schaut es auch gut aus. Was noch gut ausschaut, hier Transformation, der Sarg liegt da drin, der Sarg liegt im Haus des Bären, also in seinem Haus, auch hier Transformation, die Partnerschaft liegt da im Haus der Sterne, das heißt die Klarheit, die Wunscherfüllung, die Partnerschaftskarte im Haus der Wunscherfüllung, auch eine ganz tolle Position, auf der eine ganz, ganz tolle Karte liegt. Also wir haben wirklich hier schon tolle Karten liegen. Wenn wir auch mal ihn anschauen, er liegt hier im Haus des Baums. Der Baum, wie gesagt, das Leben, das Wachstum, die Bindung zur Vergangenheit. Da liegt er drin, schaut auch auf das Haus, auf das Schiff und auf den Baum. Das Haus, euer Zuhause, wo ihr euch aufgehalten habt, wo ihr eure Zeit verbracht habt, das Schiff, die Träume, die Sehnsüchte, die Ziele, ja, also eine langsame Karte, aber es hat ja keiner gesagt, dass es schnell geht. Und der Baum nochmal für das Wachstum und die Bindung zur Vergangenheit, die ihr beide habt. Also dieses Deck schaut mir schon so aus, als wäre da ein Neuanfang am Start. Da geht was, ne? Wenn wir nochmal die Schicksalskarten anschauen, die Sense und die Lilien, ein neuer Abschnitt in Bezug auf die Beziehung, Lilien. Beziehungskarte, Sexsinnlichkeit, Romantik, Wachstum, Schönheit, na, Sense im Haus des Schlüssels, also ein neuer Abschnitt im Miterfolg. Die Lilien hier im Haus der Fische, in der im Partnerschaftshaus quasi hier und Reiter und Hund, also positive Dinge werden da in Bewegung ko kommen, da kommt was, da geht was im Haus des Ankers. Entschuldigung, ich kriege Schluck auf. Und der Hund, die Treue. Liegt im Haus des Kreuzes. Also die Aufgabe hier bei euch beiden ist auch, euch treu zu sein. Vielleicht gab es da so ein bisschen Thema bei euch, dass das eure Aufgabe ist, wo man sagt, ja, da greifen wir mal an, das Thema greifen wir auf, da machen wir was, da wollen wir mal schauen, dass wir hier vorankommen, weil eine Beziehung, das ist ja ein Weg, den man geht. Und kein Selbstläufer, also dass man hier aneinander oder miteinander arbeitet, aneinander arbeitet, ist ja auch ganz klar. Also dieses Deck, gibt es einen Neuanfang für euch? Ist sehr, sehr auf Umbruch, auf Wandlung ausgelegt, mit einer kleinen Aufgabe für euch beide. Die Energie, die da zur Verfügung steht, muss natürlich auch genutzt werden. Man muss sie wahrnehmen, man muss sie dann auch, ja, benutzen, dass da was vorangeht, aber es ist wirklich ja, ein Deck, wo ich sage, da kann auf jeden Fall was gehen und vielleicht hat diese Trennung, dieser Rückzug, der jetzt da stattgefunden hat, auch seinen Sinn. Na? Ja, schaut sehr gut aus, meine Lieben, das gefällt mir sehr gut. Dann nutzt mal die Energien, wenn du jetzt sagst, okay, die Idee für die Legung ist ja toll, aber ich kann jetzt da nicht so gut in Resonanz gehen, weil es mein Thema ganz persönlich nicht ist. Wie gesagt, dann schreib mich einfach an. WhatsApp-Nummer ist unterm Video in der Infobox. Ich freue mich, wenn ich von dir hören und lesen darf. Scheu dich nicht, keine falsche Scham. Auch wenn du jetzt sagst, oh, ich bin ja verheiratet und ich bin jetzt in einen anderen Mann verliebt und er vielleicht auch in mich. Macht nichts, melde dich, wenn es dir schlecht geht. Ich bin für dich da, also keine falsche Scham. Ich bin ja der Dr. Love. Ne? Okay, also meine Lieben, dann bin ich raus. Hat mir gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen rauf. Schreibt mir auch bitte in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wie eure Situation ist, was ihr davon haltet. Ich freue mich immer über jeden Kommentar. Und von daher, ja, bleibt gesund, bleibt frisch, habt euch lieb und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Servus!